der macht Gutes aus dem Osten. Und hier hat er was ganz Spezielles gemacht, den wahrscheinlich tiefsten Trabi der Welt, ne? Genau. Wir wissen auf die Idee gekommen. Den wahrscheinlich mal. Tiefsten Trabi. Wahrscheinlich, ja. Wie hoch ist er denn, wenn die Motorhaube zu ist? 65, glaube ich. Ach süß. Aber du weißt nicht genau. Papa, ja. Ich hatte drei. Und warum hast du, wie bist du drauf gekommen? Wie gesagt, ich habe ein Interview, einen Beitrag bei YouTube gesehen. Da hatten drei Italiener und vier Biber gelegt. Und da habe ich gedacht, das Ganze irre. Ich hatte einen Trabi, der war unten total durchgegammelt. Da habe ich ihn abgesägt und das ist dabei rausgekommen. Coole Sache. Fährt mit Strom, ne? Batterien sind drin, genau. Ihr habt schon gesehen. Ihr musstet mit Kran abladen. Ist dann auch nicht ganz so das Leichtgewicht. Aber wirklich coole Sache. Ich bin gespannt, wenn er jetzt gleich mal losfährt damit. Mal, ne? sehen, ob wir noch fahren. Gut, danke. Alles klar.
will gerade den Führerschein machen. Jetzt geben wir noch die Preise aus und da kann ich sagen, hier steht noch eine ganze Menge da rum. Fred, du machst hier Laser Cleaning. Genau. Erzähl mal, was das ist in drei kurzen Sätzen. Das Wichtigste ist null Materialabbrach. Also wir können Laufflächen, Motoren, Zylinder, Kolben, alles machen. Das ist das Wichtigste, null Materialabbrach. Du kannst es sofort danach lackieren, wenn es nicht mit den Fingern anfasst. Entlacken, entrosten, Farbe. Rost, Schmiere, alles kein Problem. Auch Holz, Stein, Graffiti, Sandsteinreinigung, überhaupt kein Thema. Stundenlohn beim Lasern ist 75 Euro. Hat man aber mehr, wie zum Beispiel eine komplette Simme auseinander geschraubt zum Clean, Rahmen etc., da macht man Paketpreis, auch kein Problem. Paketpreis bei der kompletten Simson liegt bei 380 Euro, je nach Verschmutzungsgrad. Dass man sagt, man macht Paket, Motor, Rahmen, alles zusammen. Ja. Komplette Moped 380 Euro. Und wenn ich jetzt nur so einen kleinen Teil habe, wie da so einen ollen Türgriff? So ollen Türgriff sind 2-3 Euro. Okay. Maximal. Okay. Und wie erreicht man dich? Wo muss man es hinbringen? Wie, Ganz einfach. Könteritz. Ansonsten bei Facebook. Laser Cleaning Fred Schönemann, da erfahrt er alle Infos. Gut, Dankeschön. Das ist in Papier aus dem Aluminium, ne? Geschichte. Ja, noch eine wichtige Durchsage für einen Steakaufsteher immer noch Kaffee und Zimt. Es ist sauber, das Papier ist auch noch ganz. Schneller kann man das nicht reinigen. So, Aluminium, wie solche Griffe. Ich muss immer noch ein bisschen Dreck lassen, der Tag ist noch nicht rum, weißt du? Zum Thema Schrauben und Gewinde. Da wir null Materialabfall haben, kann ich Schrauben und Gewinde reinigen. So, jetzt filme ich mal, wie wir gefilmt werden hier. Hä? Das ist eine Kamera, ne? Ja. Das ist ein YouTuber, sag mir mal, wie dein Kanal heißt. Bedroom Studio LE. Genau, wir machen diese komischen Bautagebücher und die ganzen vielen Rennvideos, Slides und so weiter. Ja, könnt ihr mal gucken und abonnieren. Das da ist der Lieblingsmechaniker. Ich bin der Matze, hallo. Genau, der mit den LED-Leuchten und der den ganzen Rest drumherum auch noch gebaut hat. So, und jetzt fängt es an zu regnen. Schön. Den Kübel hier vom Sparker, den haben wir schon gerettet mit den Seitenteilen. We'll be right back.
ein großes Dankeschön natürlich wieder an die Fasssponsoren, die Firma BKE, die Firma Fippel, die Gemeinde Rackwitz, die Firma, die die Getränke uns für erhöhte Preise zur Verfügung gestellt hat. Und jetzt kommen wir an den Höhepunkt. Wer hat den schönsten, wer hat den längsten? Und jetzt ist er wieder hier. So, also, wie Rüdiger schon gesagt hatte, letztes Jahr Podowitz hatte ich einen Pokal geholt und bin auf dem Weg nach Alpen weiter in einen Verkehrsunfall geraten. Und deswegen möchte ich meinen großen Bruder, den René, jetzt mal hier vorbitten, der das Auto mit viel Liebe, mit viel Schweiß zusammengearbeitet hat. Und das ist wirklich ein absolut großer Applaus. Das ist sein Pokal diesmal. Und das ist mir auch ganz, ganz viel wert. Ohne ihn würde das Auto nicht mehr so dastehen und in 8 Monaten die Arbeit zu bringen. Und dass er wieder so bewertet wird, finde ich wunderbar. Danke, René. René, der Pokal nur für dich. Das ist der schöne Doppelachser. Hänger meine ich. Also hier, das ist Paul. Das ist hier dem Schmalen hier sein Enkel. Also das ist auf alle Fälle gelb. Du hast auf jeden Fall gelbe. Der hat alles gelb. Also es sind nur 2 Zahlen drauf. So ein gelber Zettel mit hinten einer 4. Wer hat die? Hinten mit einer 4. Jetzt. Gelber Zettel mit hinten einer 4 und vorn einer 6. Wer hat die gelbe 64? Ah, je. Hey, da ist 51 im Grün. Wo geht der hin? Den jetzt schon. Okay. Was ist das?